Wenn wir alle einsteigen und die Karte sagt, am besten nutze ich dann eine Schnellreise, wa? Zu dem Dings, dann ist das Rucki die Zucke, die erreicht. Zumindest wenn die Schnellreise auch wirklich schnell geht. Aber es geht ja in diesem Spiel, da haben wir schon längere Ladebildschirme erlebt. Fallout 4. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das beginnt mit einem B. Was mag es sein? Oh. Verdammt, sind sie gut. Na, dann ist es wohl ein Berg, okay. Die Richtung muss ich. Zu eben jenem Gebäude dort, das vorhin noch leer stand. Nee, da kam ich das letzte Mal, glaube ich, gar nicht rein, ne? Das war zu. Aber das wird sich ändern. Diesmal steht die Tür wahrscheinlich sperrangelweit auf. Ziele ausgeschaltet. Oh, das hast du aber gut hingekriegt, danke. Und Tür geht auf. Hallo, ist jemand zu Hause? Ray sollte eigentlich hier sein. Ray? Keine Anzeichen von Mr. Vidal, Pathfinder. Fahren wir ohne ihn fort? Das ist doch... Keine Bewegung. Ah, super. Waren wir zu laut? Schnauze! Farrah wird sich mit Ihnen befassen. Wer ist Farrah? Farrah Fawcett? Hier haben die Roka also ein nettes kleines Lager, so wie es aussieht. Wollen wir doch mal sehen, ob wir das nicht kaputt machen können. Ey, was geht? Sie wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden mich und meine Freunde töten. Ich hätte allerdings vorher noch einige Fragen. Ja, genau. Nein. Oh. Sie werden bluten, genau wie die anderen. Ich mag aber nicht so gerne bluten. Da wird mir immer schwindelig von. Es ist also wahr. Sie haben Unschuldige ermordet. Invasoren und Sympathisanten sind keine Unschuldigen. Ich verteidige mein Zuhause. Hass vergiftet einen nur. Wir können friedlich zusammenleben. So wie hier auf Kedera? Sloan belügt mein Volk und nutzt es auch, um Macht zu erlangen. Böse Personen Sloan. Gibt es überall. Sie sind alle gleich. Nein! Haha, da schreit nicht sie erst so vor Schmerz. Spät dran. Egal, da bist ich du ja. Ich habe eine gute Entschuldigung. Sie sehen, es sind drei. Steht nicht einfach nur rum. Zwei. Tötet sie! Bumm! Er hat sogar ein paar Bomben platziert. Mensch! Sterbt! Nein, du musst selber sterben. So ungefähr. Verständlich. So, die Roka wollen Stress haben, dann können sie Stress kriegen. Überhaupt kein Problem. Beim Stressverteilen bin ich flexibel und großzügig. Das alle? Ich glaube ja. Das Roka-Versteck verlassen. Gleich. Ich gucke mich natürlich, ein bisschen um. Weil vielleicht haben die ja noch. Guck mal, da unten ein bisschen Titan zum Beispiel. Komme ich da ran? Ja. Sammeln wir einfach durch die Treppe. Aber vielleicht haben wir noch mehr als Titan. Vielleicht haben sie noch Ultra-Titan oder Mega-Titan. Oder irgendwas anderes halt. Oder ein Behälter. Mit einem Komm-System darin. Das kann man immer sehr gut gebrauchen. Da kann man immer sagen, komm, komm, sagt das System dann. Und das lockt dann Leute an. Komm. Was habt ihr noch so in euren schönen Höhlen hier? Versteckt ihr noch was von mir? Hier scheinen sie jetzt einfach nur düstere Höhlen. Na, mit noch einem Behältnis. Ach, und Licht kommt ja auch rein. Die haben es ja gut. Huh, mehr aber nicht. Okay. Andere Richtung.
Weil es ist so eine Riesenhöhle und dann haben sie nicht mal sich irgendwo Betten reingebaut oder eine Küche oder eine Heimkinoanlage, sondern haben drei Kisten hingestellt und das war's. Persönliches Log, Pfarrer Noskos. Neuer Eintrag. Heute habe ich gesehen, wie einer von uns mit dieser widerlichen blauen Barkeeperin im Hafen geflirtet hat. Ich musste mich beherrschen, um ihn nicht aufzuschlitzen, bis er aus dem Laden gestolpert ist. Sobald wir genug Rekruten haben, muss der gesamte Planet von dem Alien-Abschaum und allen Sympathisanten gesäubert werden. Ende des Logs. Ja, Sie hatten danke recht. Ich den Hass. Diese Logs beweisen, dass sie wegen neuer Rekruten hier waren und dann angefangen haben, die Einheimischen umzubringen. Und jetzt sind sie tot. Happy Ends sind doch was Schönes, nicht wahr? Naja. So happy finde ich das auch nicht. Aber zumindest hört das Morden auf. Das ist doch schon mal was. So, und nun habe ich, glaube ich, alles eingesammelt hier. Dann können wir den Laden verlassen. Und uns stolz auf die Schulter klopfen. Denn wir haben wieder etwas erreicht. Wir haben den Planeten wieder ein kleines bisschen sicherer gemacht. Und darauf kommt es am Ende an. Denn wir wollen ja schließlich eine nette Wohngemeinschaft aufbauen und einziehen. Also gut, wir treten wieder vor die Tür. Die Straßen Kadaras sind wieder sicher. Das haben sie gut gemacht, Ryder. Ich weiß. Danke. Und keine Sorge, danke für die ich Hilfe kümmere auch. Mich darum, dass alle wichtigen Leute wissen, wem sie dafür zu danken haben. Ich wollte eigentlich sagen, wir haben es gut gemacht, aber ich möchte nicht mit ihm flirten. So gern mag ich ihn auch nicht, obwohl er nett zu sein scheint. Obwohl er sowas Verschlagenes irgendwie im Unterton immer hat. Ich bin noch nicht 100% sicher, ob wir ihm vertrauen können. Aber im Moment scheint er auf jeden Fall lieb zu sein. Es ist immer schön, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, Reyes. Nächstes Mal können wir die Morde überspringen und einfach direkt in die Bar gehen. Ja, warum nicht? Wir können mal zusammen saufen. Ich bin dabei. Sagen Sie mir einfach, wann und wo. Das ist die richtige Einstellung. Finde ich auch. Lassen Sie sich mal wieder blicken, Pathfinder. Ah, du dich aber auch. Das Roker-Versteck verlassen. Ist hier noch was? Ja, wir müssen immer noch in Spenders Kabine, ich weiß, aber noch sind wir nicht auf der Nexus. Wir erledigen erstmal die Dinge hier, bevor wir zur Nexus zurückkehren, würde ich sagen. Denn wir haben ja noch hier den verlockenden Deal. Und haben wir da noch was in den Slums, beziehungsweise auf dem Markt oben? Ich glaube schon, ne? So, aber erst müssen wir zum verlockenden Deal. Da ist jetzt nicht unbedingt... Doch, der ist in relativer Nähe. Nehmen wir den doch. Das ist näher dran. Da müssen wir nur über den Berg rüberfahren, glaube ich. Und das ist ja immer super easy. Mein Auto ist auch schon da. Okay, sehr gut. Was jetzt? Vielleicht hat Reyes eine weitere Aufgabe für Sie. Aha. Ja, wir werden demnächst auch nochmal mit Reyes sprechen. Warum nicht? Ich muss erstmal da. Die Markierung kann weg. Da muss ich hin. Ich glaube, wir können ja auch einfach rechts Was vorbeifahren, Was haben Sie in der Milchstraße oder? Gemacht? Milch Beruflich, angebaut. Meinen Sie? Nichts. Sowas ist nichts für mich. Okay, finde ich vernünftig. Essen muss jeder. Sie müssen doch irgendwas gemacht haben. Vielleicht hatten Sie einfach Spaß. Ja, können wir gerne bitte weitermachen? Ich habe viel gemacht. Danke. Sperren, Boten, Shuttle-Mechanikerin, Schnellköchin in der Systemgastronomie, Forscherin. Systemgastronomie? Und in der Woche drauf habe ich dann ein paar Sachen verwechselt. Und wieso haben ausgerechnet Sie sich für eine intergalaktische Reise verpflichtet, die 600 Jahre dauert? Ganz einfach, es war was Neues. Siehst du wohl? Es war einfach mal wieder was Neues. Und wir mögen doch alle gerne neue Dinge ausprobieren. Naja, vielleicht nicht alle, aber viele von uns. So, ich glaube, hier geht es gleich steil runter. Oh ja, aber ich muss noch weiter. Ich muss doch da oben. Oha, oha. Dass sie hier noch Grip hat. Ja.
Muss da über den Grat rüber, dann habe ich es geschafft. Komm, 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 komm. Voll Gas. Ja. Okay, hier muss ich aber dann jetzt doch runter, ne? Ja, ich schätze da. Oh. 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 Bremse. Geschafft. Das haben wir aber hervorragend hingekriegt, oder? Muss ich doch mal sagen. Besser hätte es gar nicht laufen können. Hallo. Okay, das hätten wir. Wieder zurück. Ja, zum Teil. Der Laftpunkt war eine Falle. Eine Falle? War das Lager nicht dort? Doch, aber auch noch jede Menge Exilanten, die mich töten wollen. Es ist ihnen natürlich nicht gelungen. Ich bin für das Handeln meiner anderen Kunden nicht verantwortlich. Ach so, du verkaufst dieselben Informationen an alle Leute. Ich habe den Laftpunkt mehrfach verkauft, möchte aber zur Verteidigung anführen, dass es unerwartet war, dass sie alle gleichzeitig dort auftauchen. Ah, schön, toll. Ja, natürlich will ich mein Geld zurück. Ich will meine Credits zurück. Tut mir leid, Schätzchen. Rückerstattungen gibt's bei mir nicht. Außerdem haben sie doch ihre Waffen bekommen. Aber ich mag keine unzufriedenen Kunden. Ich gebe ihnen einen Rabatt für ihre Unannehmlichkeiten. Das ist mehr als fair. Es ist man gerade so fair. Hast du denn wenigstens was Brauchbares dabei? Achso, erstmal Bergungsgüter verticken. Das gibt mir ein bisschen Geld. Dankeschön. Und sonst, glaube ich, hat sie nicht unbedingt etwas da, was ich dringend brauche gerade. Aber immerhin gibt es einen Rabatt. So, und von hier aus gehen wir am besten mal in die Slums. Und gucken, ob Reyes da rumhängt und noch eine neue Aufgabe für uns hat, vielleicht. Der sitzt ja gerne in seiner Bar oben. Unser Auto lassen wir da einfach stehen. Das klaut schon keiner. Siehst du, da gibt es eine neue Aufgabe. Ich hab's doch geahnt. Hab ich es doch. Die Bässe sind natürlich fett, das ist man gewohnt. So, Reyes, du altes Schnitzel. Was gibt's denn noch Schönes? Erzähl mal. Ryder, perfektes Timing. Dafür bin ich bekannt. Das erspart mir die Mühe, nach Ihnen zu suchen. Sie brauchen ziemlich oft Hilfe, Reyes. Hören Sie einfach auf, nützlich zu sein, dann höre ich auf, Sie zu belästigen. Okay. Worum geht es? Eine geschäftliche Konkurrentin, Sia Cordia, hat Fracht gestohlen, die ich für einen Kunden befördert hatte. Oh, das ist aber nicht nett. Und ich soll Ihnen helfen, sie wieder zu beschaffen. Das ist offensichtlich. Genau. Wir haben bei dieser Roka-Sache so gut zusammengearbeitet, dass ich dachte, Sie wären vielleicht bereit dazu. Ja, warum nicht? Ich kann ja mal ein paar Fragen stellen. Was hat sie gestohlen? Keine Ahnung. Mein Kunde hat mir einen Bonus gezahlt, damit ich keine Fragen stelle. Angesichts meiner Preise muss es allerdings ziemlich wertvoll sein. Sie haben nicht nachgesehen? Ehre hat einen Preis und mein Kunde war bereit, ihn zu bezahlen. Okay. Ich dachte, er wäre neugieriger gewesen. Wie konnte Ihre Konkurrentin diese Fracht überhaupt in die Finger bekommen? Durch ihre übliche Taktik. Sie hat meinen Mittelsmann betrunken gemacht und dann sein Schiff gestohlen. Das ist anscheinend eine gute Taktik. Das klingt, als würden Sie aus Erfahrung sprechen. Bitte. Wenn ich einen Job zu erledigen habe, gönne ich mir nie mehr als 3 Drinks. Eine praktische Regelung, würde ich sagen. Soll ich nach einer Bezahlung verlangen? Ich meine, wenn ich so nützlich bin und er meine Hilfe braucht, warum nicht? Okay, ich helfe Ihnen. Aber wir teilen den Profit 50-50. 60-40. Oh, ich krieg 60%? Das ist aber nett, danke. Abgemacht. Sia genehmigt sich immer einen im Crawler Song, wenn sie auf Kadara Halt macht.
Also sollten wir dort anfangen. Vielleicht weiß Umi ja etwas, das uns weiterhilft. Wir werden mal nachfragen. Mit Reyes im Kreller Song treffen. Okay. Astreiner Plan. Und wir kriegen sogar noch was vom Profit ab. Wie gut, dass wir gefragt haben. Dann nehmen wir mal fix den Aufzug. In dem Aufzug kommst du mir nicht nach oben. Der ist defekt. Nee, er funktioniert. Ein Glück. Dann komme ich in dem Aufzug doch nach oben. Habe ich mir doch gedacht. Ich habe mir extra neue Schuhe besorgt. Schuhe. Ja, ach so, das dauert wieder 3 Jahre, bis die Tür auf ist. Okay. Das dauert auch wieder 3 Jahre, bis die Tür auf ist. Danke. Habe ich die Mission gar nicht markiert? Moment. Jetzt ist sie markiert. Sie warten bestimmt auf jemanden. Auf mich? Das ist mein Text. Oh, wollen Sie einen Drink oder ein Zimmer? Eigentlich Information. Die kosten aber mehr als eine Runde Drinks. Das erledigt mein Freund. Bitte? Hallo? Das ist deine Mission. Sie schulden mir noch was vom letzten Mal. Okay, okay. War nur ein Witz. Ich habe eine Flasche Elasa, von der ich mich trennen würde. Was wollen Sie wissen? Sia Cordia. War sie in letzter Zeit mal hier? Ihre Ex? Ja, die war hier. Aha, die waren mal zusammen. Das ist ja tatsächlich interessant. Sie haben nie erwähnt, dass Sia ihre Freundin war. Ach, war sie auch nicht. Wir haben ein paar Mal was zusammen getrunken. Ich trinke mit vielen Leuten. Wie auch immer. Sie war also hier? Ja. Sie hat einen Salarianer getroffen. Einen bestimmten Salarianer? Ein schlafender Typ, den ich noch nie gesehen hatte. Vielleicht der Scharlatan. Möglich ist alles. Haben Sie ihr Gespräch mitgehört? Sie wollten jemanden am Spirit's Ledge treffen. Danke, Umi. Schon okay. Sie haben es nicht von mir. Natürlich nicht. Wenn Sie den Treffpunkt überprüfen, folge ich der Spur mit dem Kollektiv. Ich bezweifle zwar, dass sie ja den Scharlatan getroffen hat, aber man weiß ja nie. Ich mag das, ihn so ein bisschen zu triezen. Warum bleiben die schwierigen Aufgaben immer an mir hängen? Weil ein fauler Hund ist. Weil ich der Zarte von uns beiden bin. Melden Sie sich, wenn Sie am Treffpunkt sind. Ich weiß immer noch nicht, ob ich ihm vertrauen kann, aber ich mag den schon irgendwie, den Reyes. Ich glaube, der ist, der ist halt so der Han Solo-Typ so ein bisschen, ne? So ein leicht verschlagener Schmuggler-Typ. Ich hoffe, er ist tatsächlich der Han Solo-Typ und hat ein gutes Herz. Aber, das wird sich wohl irgendwann noch herausstellen. Früh genug, denke ich, oder spät genug. Mal sehen. Wir werden ihr einfach weiterhelfen und sehen, was dabei herauskommt. Gut, wir müssen wieder runter in die Slums. Soll ich mal das Team ein bisschen auswechseln? Ich laufe schon lange mit den beiden rum. Nicht, dass ich was gegen die hätte, aber Vetra war lange nicht mehr dabei. Und Drag auch nicht, glaube ich. Gut. Wollen wir noch was im Auto? Wollen wir einen anderen Lack am Auto ausprobieren? Was haben wir denn? Archangel finde ich jetzt nicht so den Burner. Blackout. Schwarz ist natürlich... Schwarz ist das neue Schwarz. Jede Farbe kann sich als neues Schwarz präsentieren, aber das Original bleibt eben doch unerreicht. Ja. Blood Pack finde ich sieht gar nicht schlecht aus. Rot. Grüner Jäger. Die dunklen Grüntöne erinnern an die Architektur der Cat. Nicht, dass ich da Bock drauf habe. Honigwaben, ein goldenes Sechseckmuster auf einer pechschwarzen Grundierung. Nice. Ich sehe rot. Ein Klassiker, der nach wie vor der letzte Wutschrei ist.
Initiative ist ein bisschen generisch, oder? Wir sind Teil der Initiative. Oh, dann malen wir uns in Initiativefarben an. Leisetreter. Weiß und Aquamarin. Monolith um Mitternacht. Geometrisches Muster nach dem Vorbild der Relikttechnologie. N7. Eine imposante Lackierung in Onyx und Purpur, inspiriert von der gleichnamigen Spezialeinheit der Allianz. Nebula. Ein interstellares Muster in Schwarz und Aquamarin, basiert auf Sternkarten aus der Andromeda-Galaxie. Platin. Ultra selten. Betrachten Sie den Glanz und die Strahlkraft dieser eleganten Platinhülle. Schneefall. Das ist hier, glaube ich, ein bisschen fehl am Platz. Hier fällt kein Schnee. Oder Tevuras Herz. Eine Indigo-Lackierung, benannt nach der Azara-Göttin der Reise, Tevura. Jetzt kann ich mich natürlich wieder nicht entscheiden. Nehmen wir Blackout. Das finde ich ziemlich... Bloodpack. Die Honigwaben finde ich eigentlich auch cool. Irgendwas muss ich nehmen. Pass auf, ich nehme Monolith um Mitternacht. Einfach mal gucken, wie das aussieht. In Bewegung. Und ab geht das in die Slums. Hermann Otto Slums, den kenne ich auch noch, ja. Und dann wollen wir sehen, ob wir Reyes Fracht nicht irgendwie zurückerobern können. Erstmal müssen wir... Oh, ich bleib wieder an irgendeinem unsichtbaren Objekt hängen. Okay, das wäre erledigt. Ich muss aber immer noch Reyes Fracht finden. Ja, das ist genau das, was wir gerade vorhaben. Wo ist mein Auto? Wir müssen jetzt erstmal wieder herbeirufen. Das war natürlich gerade erstmal in der Werkstatt zu markieren. Wie viele betrunkene Idioten da schon reingefallen sind. Guck mal. Das sieht echt nicht übel aus mit den bunten Linien noch so drauf. Das sieht, man sieht, dass es von der Relikttechnologie inspiriert ist. Und die sieht ja nicht unbedingt unstylisch aus, nicht wahr? Okay, und wir müssen dahin. An diesen interessanten Ort. Ja, da nehmen wir doch mal hier die Schnellreise. Da sparen wir uns noch eine halbe Minute. Und wir sind ja schließlich hier, um Zeit zu sparen. Das ist unser einziger Grund.